Hallo zusammen und willkommen zurück bei Don't Starve. Wir begeben uns mal wieder auf die Suche nach etwas, was wir mit der Hacke abhauen können, nämlich Stein. Da haben wir nämlich gar nicht mehr so viel, beziehungsweise gar nichts mehr. Und Gold wäre eigentlich auch nicht so schlecht, dass wir uns einfach mal irgendwann eine Science Machine bauen können, weil wir haben immer noch keine. Und die ganzen Steine, die ich bisher geklopft habe, die haben kein Nitre abgeworfen, die haben kein Gold abgeworfen, sondern nur dieses Nitre, wo ich nicht weiß, was ich damit anfangen soll. So, jetzt bauen wir uns mal hier so ein Garland. Wunderbar. Und begeben uns in unbekannte Gefilde in der Hoffnung, einen Stein zu finden, der Gold droppt. Aber hier scheint das schon wieder aus zu sein. Dann pflanzen wir wohl ein paar... Also schlagen wir uns ein paar Bäume ab und pflanzen die gleich neu, damit uns kein Baummonster überraschen kann. Zu essen haben wir ja noch ein bisschen, aber das dürfte auch bald nicht mehr ganz ausreichend sein. So, die Seeds nehmen wir noch mit. Und so ziemlich alles, was wir kriegen können hier. Weil man kann immer alles gebrauchen. So, dann könnten wir uns auch noch ein paar neue Fallen bauen. Und die aufstellen, weil wir haben ja noch nicht genügend. So, hier ist irgendwo ein Wurmloch. Ja, da möchte ich aber eigentlich noch nicht rein, weil ich nicht weiß, wo wir rauskommen oder was uns da erwartet. Diese Truthähne fressen uns die Beeren weg. Das heißt, den immer schön von den Beerenbüschen forttreiben, damit wir keine Beeren einbüßen. So, dann könnten wir mal nochmal da hochschauen, ob da noch ein bisschen Stein ist. Also hier haben wir schon mal einen Busch. Das ist ganz gut. Die Büsche habe ich gerne in meiner Nähe. Weil es ist eigentlich eine relativ gute Einnahmequelle für Nahrung. Hier ist auch wieder ein Wurmloch, aber kein Stein zu sehen. Was ich sehr, sehr schade finde. Und die Map irgendwie, sie ist sehr cool, weil es eine relativ große Insel ist, so wie ich das hier sehe. Aber es mangelt eindeutig an Stein. Hier kann man Evil Flowers aufsammeln, die will ich eigentlich nicht. Oh, hallo. Dann nehmen wir hier gleich mal den Manure mit. Ohohoho. So, schaffen wir es noch nach Hause? Ich befürchte nicht. Aber wir probieren's. Aber jetzt wissen wir zumindest schon mal, wo wir Manure herbekommen. Also quasi Dünger.
Obwohl verrottetes Zeug auch gut als Dünger geeignet ist, habe ich mir sagen lassen. Das Problem dabei ist nur, dass man erst das aufsammeln muss und das dann verrotten lassen muss. Was natürlich zeitaufwendig ist. So, hier sind noch Beeren. So, und weit haben wir nicht mehr. Wir sind gleich da. Können wir hier schon mal drei Holz reinschmeißen? Hier mal irgendwas abwerfen, was. Nicht verrottet so schnell. So, und die muss ich näher hinstellen. Da haben wir noch was gefangen. Ach, ich habe die Dings abgeworfen, ist ja klar. Okay. Naja, dann gibt es halt morgen neue Fallen. Und ich hätte auch gerne einen Crockpot, aber ich glaube, den kann man erst erforschen, wenn man eine Science-Maschine hat. Die wir ja noch nicht haben. So, oder? Crockpot? Kompass. Wir brauchen auch eine Science-Maschine für den Kompass. Selbst übernachten können wir nicht, weil wir keine Science-Maschine haben. Aber wir können uns mal hier so ein Suit bauen. Fackel haben wir sowieso schon. Ja, und dann schauen wir mal weiter. Am besten irgendwo hin, wo wir noch nicht waren. Ich würde mal sagen, wir gehen mal hoch. Genug zu essen haben wir ja. So, ich höre schon Bienen. Aber ich glaube, das ist nichts Besonderes, weil wir hier ja schon waren. So. Gucken wir mal nach links rüber, wo wir dahin kommen. Okay, hier ist Meer, hier ist Rand. Das gefällt mir natürlich nicht so gut. Und hier. Oh, schade, ich hatte schon gedacht, es gibt jetzt hier Steine. Ach, du Heiliger. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich will wieder nach Hause.
Ich will wieder nach Hause. Lasst mich hier in Ruhe. Okay, also darüber sollten wir schon mal nicht gehen. Das sollten wir uns merken. Hier sind wieder Schweine, okay. Also hier ist ein Schwein. Aber ich möchte bitte Steine haben. Ist es denn so schwer zu kapieren? Da sind Spinnen. An die möchte ich mich jetzt im Moment noch nicht trauen. Und diese Skelette sind mir irgendwie auch neu und ich finde die auch irgendwie sehr gruselig. Muss ich zugeben. Ja, so ist das. Sollen wir uns noch ein bisschen Baum holen? Ja, wir könnten noch einen Baum. Einen Baum umholzen. Genau, aber was ich eigentlich auch noch erzählen wollte, ist, dass ich, während ich im Urlaub bin, was vom 20.12. bis einschließlich 7.1. sein wird, werde ich wohl leider kein Video rausbringen, weil ich nicht die Zeit habe, die vorzuproduzieren. Und auch währenddessen wahrscheinlich keine Zeit habe, Videos zu machen. Also, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, aber das erste Video wird es dann am 9.1. wiedergeben. Nur das so für euch zur Information. Und ich denke, diese 2 Wochen, die kein Video kommt, dürften eigentlich zum Aushalten sein. Ich hoffe, der Zaflu bringt weiter dann in der Zeit Videos raus. Und streamt fleißig, dann habt ihr da auch Unterhaltung. Und genau, müsst nicht einsam und alleine die Weihnachtstage verbringen. Apropos Weihnachtstage, ihr könnt mir ja mal erzählen, was ihr an Weihnachten so macht. Ob ihr ganz normal mit der Familie feiert oder... was ihr halt so macht. So, wir könnten uns neue Traps bauen. Hier sind nämlich noch so ein paar Löcher. Kannst du sie mal hinsetzen? Vielen Dank. Und irgendwie finde ich die Willow cool. Die macht mir Spaß zum Spielen. Die sieht nett aus. So, hier ist auch wieder ein bisschen was gewachsen. Das ist sehr schön. Können wir gleich wieder einsammeln.
So, Vogel, was willst du? Du hast mir Seeds gebracht. Das finde ich sehr, sehr nett von dir. So, dann werden wir hier mal die Hasen ein bisschen braten. Und mal sehen, wie es dann hier weitergeht. Wir sind natürlich immer noch auf der Suche nach Gold. Und werden es hoffentlich irgendwann mal finden, obwohl ich nicht weiß, wo ich noch lang gehen soll. Hier hinten eventuell. Dann brauche ich aber sehr viel. Naja, hier ist relativ viel Gras. Ich habe hier relativ viel Morsel dabei. Und hier runter könnten wir noch mal gehen. Da unten sind, glaube ich, Schweine. Ja, genau. Aber ansonsten wüsste ich nicht, wo ich hingehen soll. Und da könnten wir uns ja dann mal so ein Zwischencamp aufbauen. Ja, mal sehen. Mich würde interessieren, was das hier ist. Sieht relativ gefährlich aus. Und hier drüben. Das ist so eine Bieneninsel. Hier oben ist ein Schwein. Aber mir fehlt immer noch Stein. Und das ist ein Problem. Genau. Dann würde ich sagen, schauen wir beim nächsten Mal eventuell hier runter, weil hier ist auch noch nicht so erforscht. Könnten wir da mal abgehen? Oder ihr könnt mir ja mal erzählen, was ihr von der Idee haltet, mal durch ein so ein Wurmloch durchzugehen, um mal zu gucken, wo man rauskommt. Weil ich muss sagen, ich finde, ich habe schon relativ viel erforscht. Für das, dass wir erst hier bei Tag 6 sind. Aber wir haben erst 3 oder 4 Steine gefunden, was ich sehr, sehr schade finde. Muss ich immer wieder betonen. Hier drüben gibt's ja die Gnus oder Yaks oder was es auch immer ist, die Manure, also Dünger produzieren. Genau. Und hier könnten wir auch noch mal schauen. Aber hier, denke ich, ist es am nächsten liegende, wo eventuell noch Stein auch sein könnte. Läuft eigentlich die Zeit weiter, während ich die Karte offen habe? Ach ja, und gut, dass ich mir ein Grassuit gebaut habe, weil mit den Bienen, die haben mich ja schon einmal getroffen. Wenn ich den nicht gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich was von meinem Leben eingebüßt. Genau, unser Garland, also unser Kopfschmuck, ist auch schon nicht mehr so gut in Schuss. Da sollten wir uns dann auch eventuell neuen bauen. Aber das kommt alles in der nächsten Folge. Und bis dahin wünsche ich euch schöne Weihnachten, ein gutes neues Jahr. Und wir sehen uns dann am 9. Januar wieder. Bis dann, eure Fam. Ciao.